Für dieses Video habe ich euch Bilder von meinem Zimmer mitgebracht. Unten links sieht man meine Arbeitsecke, dort mache ich normalerweise meine YouTube-Videos. Rechts sieht man meine Fitness-Ecke mit meinem ganzen Equipment, in der Mitte einen grünen Stuhl, über den sprechen wir später etwas ausführlicher. In diesem Video geht es darum, wie wir unsere Umgebung für unsere Ziele nutzen, beziehungsweise wie wir unsere Umgebung an unsere Ziele anpassen. Erstmal zu mir, ich bin Mido, ich bin 19 Jahre alt, ich mache schon seit über einem Jahr YouTube und bei mir geht es eigentlich nur darum, dass ich das lehre, was ich lerne. Jetzt, wo ich das gesagt habe, was wirst du aus diesem Video lernen? Erstens, warum sollten wir unsere Umgebung überhaupt anpassen? Zweitens, wie beeinflusst unsere Umgebung unser Verhalten bzw. unsere Gewohnheiten? Drittens und viertens, wie wir schlechte Gewohnheiten vermeiden bzw. gute Gewohnheiten aufbauen oder fördern? Fünftens, was für eine Rolle unsere Identität spielt? Sechstens, wie wir Entscheidungen automatisieren können? Siebtens, wie erlangen wir Fokus durch spezifische Orte? Und achtens, Action Steps. Die Action Steps dienen einfach nur dazu, dass ich nicht möchte, dass ihr nach dem Video gar keine Ahnung habt. Ich möchte, dass das Video also wirklich Mehrwert hat. So, fangen wir direkt an. Warum das Ganze? Warum sollte ich meine Ziele, also meine Umgebung an meine Ziele anpassen? Ich meine, ich kann ja meine Ziele auch so hinterhergehen. Ich muss ja nicht meine Umgebung anpassen dafür. Falls du so denkst, okay, verstehe ich, muss man wirklich nicht, aber es wäre dumm, es nicht zu nutzen. Denn wir sind zu 90% unserer Zeit in irgendwelchen Räumen. Sei es im Gym, sei es in der Bibliothek, oder hauptsächlich zu Hause. Also ich bin zu Hause, du bist wahrscheinlich auch zu Hause. Meistens sind wir zu Hause und deswegen gebe ich in dem ganzen Video auch so mehr so Zuhause-Tipps. Auf jeden Fall sind wir in irgendwelchen Räumen. Warum also nicht an unsere Ziele anpassen? Es wäre dumm, diese Variable nicht zu nutzen. Bevor wir aber unsere Umgebung anpassen, müssen wir uns erstmal die Macht der Umgebung auf unser Verhalten und unsere Gewohnheiten anschauen. Du musst erstmal checken, wie etwas funktioniert, damit du es ändern kannst. So, deswegen habe ich euch eine Art Graph mitgebracht. Und dieser Graph zeigt die Wechselbeziehung zwischen einem Individuum, also dem Menschen, seinem Verhalten und seiner Umgebung. Fangen wir mit dem Verhalten und dem Menschen an. So, Mensch mit einer hohen Selbstmotivation beginnt regelmäßig Sport zu treiben. Also der Mensch ist der Mensch und sein Verhalten regelmäßig Sport. Jetzt andersherum, regelmäßiges Sporttreiben führt zu mehr Selbstbewusstsein. Regelmäßiges Sporttreiben, Verhalten, zurück zum Menschen, Selbstbewusstsein. Und bei diesem Beispiel kann man wirklich sehr schön sehen, dass es eine Art Zyklus wird, eine Art Loop, nenne ich das jetzt erstmal. Du musst dir vorstellen, ich fange an Sport zu machen, kriege Selbstbewusstsein. Dadurch, dass ich Selbstbewusstsein bekomme, mache ich noch mehr Sport und so weiter und so fort. Also hier sieht man schön die Wechselbeziehung. Verhalten und Umgebung. Eine aufgeräumte und gut strukturierte Umgebung fördert produktives Arbeiten und erhöhte Konzentration. Die Umgebung aufgeräumt, Verhalten, produktives Arbeiten. Andersherum sieht es etwas anders aus. Ein ordentlicher Mensch sorgt dafür, dass sein Arbeitsplatz immer sauber und organisiert bleibt. Ordentlicher Mensch, so verhält sich der Mensch, Umgebung, Arbeitsplatz immer sauber. Zu guter Letzt die Wechselbeziehung zwischen einem Menschen und seiner Umgebung. Ein Mensch, der Wert auf Nachhaltigkeit legt, gestaltet sein Zuhause umweltfreundlich. Also der Mensch, der Wert auf Nachhaltigkeit legt, Umgebung, umweltfreundlich. Andersherum, und der letzte Punkt, Umgebung beeinflusst Mensch. Das Leben in einer lauten und hektischen Umgebung kann zu erhöhtem Stress und Schlafstörungen führen. Die Umgebung, laut und hektisch, beeinflusst den Mensch, leider Stress und Schlafstörungen. Jetzt, wo wir das geklärt haben, wo würdest du lieber arbeiten? Links oder rechts? Jetzt mal ehrlich, links. Wenn du rechts gesagt hast, keine Ahnung, wie du irgendwas im Leben erreichst, jetzt ehrlich, stark, wenn du das so schaffst, aber die meisten von uns würden eher links nehmen. Damit wir aber dieses Linke erreichen, und das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, aber damit wir das Linke erreichen, müssen wir erstmal unsere schlechten Gewohnheiten vermeiden. Und das machen wir auf einer ganz simplen Art und Weise. Und zwar machen wir die Gewohnheit einfach unsichtbar. Aus dem Buch Atomic Habits, James Clear, habe ich jetzt diesen Auszug und ich muss auch ehrlich sagen, das Buch ist wirklich sehr gut für die Leute, die das lesen möchten. Das ist einfach ein Klassiker in der Self-Improvement-Szene, deswegen empfehle ich das jedem. Ich glaube, ich gebe euch mal ein Beispiel, um euch diesen Satz hier deutlicher zu machen. Und zwar sagen wir mal, du bist Dorito-süchtig und du hast entweder die Möglichkeit, also vor dir ist eine Tüte Doritos und du hast entweder die Möglichkeit, entweder die ganze Dorito-Packung zu essen, einen Dorito zu essen oder keinen Dorito zu essen. Weil du süchtig bist, wirst du entweder einen essen oder alle essen. Das Ding ist aber, wir wissen beide, dass du, wenn du einen essen wirst, du alle essen wirst. Deswegen sind die ersten zwei komplett falsch. Wir müssen null Doritos essen. Und wie erreichen wir das? Wir erreichen das, indem wir, und ich habe es vor einem Jahr gesagt, und ich sage es heute nochmal, wir kaufen es einfach nicht. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber wenn du Dorito-süchtig bist, dann geh nicht in den Supermarkt, beziehungsweise geh nicht zu der Abteilung, wo die Doritos sind,
und kaufe es einfach nicht. Dadurch, dass wir es nicht kaufen, ist es für uns unsichtbar zu Hause oder in irgendeiner Umgebung, in der wir sind. Das Ding ist, wenn du zum Beispiel wirklich Doritosüchtig bist, dann sag doch deinen Eltern oder deinen Freunden oder deinen Geschwistern, die sollen für dich einkaufen. Oder wenn du wirklich selber in den Supermarkt gehen musst, dann nimm so wenig Geld wie möglich mit, damit du diese Doritos nicht kaufst, wenn du wirklich so extrem süchtig bist. Wie fördern wir jetzt gute Gewohnheiten? Gute Gewohnheiten? Ganz im Gegenteil. Wir machen sie einfach sichtbar. Auch aus dem Buch Atomic Habits. Wir machen sie sichtbar, indem wir Hindernisse reduzieren. Also wenn wir mehr Wasser trinken möchten, Flasche dorthin, wo wir sie sehen können. Wenn wir mehr lesen möchten, die Bücher dorthin platzieren, wo wir sie sehen können. Wenn wir die Produktivität steigern möchten, Arbeitsmaterialien griffbereit haben. Also sagen wir mal, du packst die Tasche für die Bibliothek, falls du in der Bibliothek lernst. Wenn du mehr Sport machen möchtest, abends die Kleidung schon mal vorbereiten, damit du morgens nicht unnötig Filme schiebst. Jetzt eine Denkweise, die jeder von euch da draußen bitte ändert. Und zwar denken viele, dass die erstmal eine Sache machen müssen, damit sie das andere machen. Viele Leute vermeiden erstmal eine schlechte Gewohnheit, bevor sie eine gute Gewohnheit fördern. Obwohl aus meiner Sicht kann man beides gleichzeitig machen. Also sagen wir mal, du bist übergewichtig und du möchtest abnehmen. Oder du isst halt einfach, ich sag jetzt mal, Müll. Du isst zu viel Müll, okay? Jetzt möchten wir dieses Müllessen vermeiden und wir fördern das gesunde Essen. Dadurch gibt es auch eine Art, also es zwingt uns zur Verbesserung. Das Ding ist, wenn ich mich nur auf die schlechte Gewohnheit fokussiere, gibt es keinen Platz für Selbstverbesserung. Wenn ich mich nur auf das Verbessern also fokussiere, werde ich immer noch Gedanken über diese schlechten Gewohnheiten haben. Deswegen beides machen, doppelt so schnell. Deswegen steht hier auch perfekt, perfekte Kombi. Aber was hat das alles mit unserer Identität zu tun? Ganz einfach. Ich zeige euch ein Beispiel, das ist wirklich sehr interessant. Sagen wir mal, ich würde sagen, ich mache Sport. Wie stellst du dir meine Umgebung vor? Also ich persönlich würde mir vorstellen, ja, der Typ hat eine Yogamatte irgendwo, Fußballschuhe, je nachdem, vielleicht sehe ich aus wie ein Fußballer, keine Ahnung, auf jeden Fall Fußball irgendwo in der Ecke, irgendwelche Laufschuhe, auf jeden Fall so ganz normal, als wäre das irgendeine random Aktivität, die ich zwischen anderen tausend Aktivitäten mache. Aber sagen wir mal, ich würde sagen, ich bin Sportler. Wenn ich sage, ich bin Sportler, hat das irgendwie so mehr Wert, das hat irgendwie mehr Bedeutung. Ich stelle mir das so vor, dass die Person das nicht nur als eine Art Aktivität sieht, sondern es ist sein Lifestyle. Wenn ich höre, ich bin Sportler, denke ich direkt an einen Ronaldo. Einer, der seine Ernährung optimiert, sehr viel trinkt, sehr viel Sport macht, an seinen Restdays sogar irgendwie sich bewegt. So stelle ich mir einen Sportler vor. Und genau so wollen wir denken. Du möchtest nicht bessere Noten schreiben, du möchtest ein Einser-Schüler werden. Du möchtest nicht mehr Sport machen oder beziehungsweise Sport machen, du möchtest Sportler werden. Du möchtest nicht intelligenter werden, du möchtest ein Genie sein. Irgendwie sowas in der Art, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Denn die Identität bestimmt über unsere Umgebung. Wenn du dich als eine Art Sportler identifizierst, wirst du niemals Süßigkeiten essen, weil du selbst siehst dich als Sportler. Wenn du dich selbst als einen Einserschüler siehst, wirst du niemals Hausaufgaben skippen, weil du siehst dich als eine Art Einserschüler und Einserschüler skippen ihre Hausaufgaben zum Beispiel nicht. Wie machen wir das? Wir passen unser Zuhause, unsere Umgebung, je nachdem wo du bist, an, so dass es uns an unsere Ziele und unsere Werte erinnert. Bei mir ist es zum Beispiel so, hier rechts von meinem Schreibtisch sind immer so Post-its, das sind so Ausschnitte aus Büchern, die mich einfach daran erinnern, wie weit ich schon gekommen bin. Je nachdem, manchmal sind das Zitate oder so schlaue Sätze. Oh mein Gott, Entschuldigung, schlaue Sätze. Je nachdem, es motiviert mich einfach, sage ich komplett ehrlich. Pass deine Umgebung so an, dass du dir vorstellen kannst, dass die beste Version deines Selbst in so einer Umgebung lebt. Also wie gesagt, du möchtest Einserstudent sein oder du möchtest Sportler sein, dann verhalte dich auch so, als wärst du schon ein Sportler. Sag nicht, warte, ich mache erstmal mehr Sport, damit ich erstmal als Sportler gelte. Nein, sei der Sportler und jetzt von dem Standpunkt fang an, deine Umgebung anzupassen. Je nachdem, wie deine Umgebung gerade ist, bitte schau dich einfach herum. Schau dich einmal um. Lebt die beste Version deines Selbst in so einer Umgebung? Wenn ja, dann klick von dem Video weg, weil du hast, ehrlich gesagt, kann ich dir nichts beibringen, weil du lebst nur in der perfekten Umgebung. Wenn nicht, dann denk so, als wärst du schon die beste Version. Wie finden wir am ersten Mal heraus, was die beste Version ist? Erstens, was möchte ich erreichen? Und zweitens, welche Werte sind mir wichtig? Was möchte ich erreichen? Ich möchte athletischer werden. Welche Werte sind mir wichtig? Ich möchte, dass das alles in einer gesunden Art und Weise, erreichen. Allein mit den zwei Sätzen kann ich meine ganze Umgebung auf den Kopf stellen.
Jetzt ganz wichtig, ich habe euch vorhin gesagt, tu so, als wärst du deine beste Version. Das Ding ist, bei Marathonläufern ist das so, dass die die Sache durchziehen. Also die ziehen so lange durch, bis sie den Marathon gelaufen sind, dann irgendeine Zeit erreicht haben und dann gehen die in Rente, sage ich jetzt mal so. Das heißt, die hören einfach auf. Also die meisten machen das so, nicht alle. Das Problem dabei ist, bei Fake it till you make it, das ist ja wirklich ein sehr berühmter Satz, also fake it, bis du es erreichst, gibt es nach dem Erreichen wirklich kein Platz für Selbstverbesserung. Deswegen habe ich den Satz jetzt so geändert, fake it till you become it, werde die Person. Erreiche nicht nur irgendeine Zeit im Marathon, sondern werde der Läufer, werde ein Läufer. Gewinn nicht nur ein Ballon d'Or, sondern sei ein Fußballer. Weißt du, was ich meine? Wenn du dich als eine Art Fußballer siehst, wirst du dich immer weiter verbessern, egal wie viele Trophäen du gewonnen hast. Ronaldo und Messi haben Milliarden von Trophäen gewonnen. Denkst du, die hören jetzt einfach random auf? Nein, warum? Weil sie Fußballer sind. Die sind Fußballer geworden. Nicht irgendwas erreicht, sondern sie sind es einfach geworden. Okay, kommen wir jetzt zu den Entscheidungen. Wie können wir Entscheidungen automatisieren? Dabei fragen wir uns eigentlich nur eine Sache. Was mache ich mir unnötig schwer, was meine Umgebung eigentlich für mich machen könnte? Und das machen wir, indem wir zum Beispiel unseren Raum produktiv einrichten. Und ganz wichtig, das alles machen wir, um weniger, also auf Willenskraft angewiesen zu sein. Viele Leute da draußen denken, dass Willenskraft unendlich viel, also jeder von uns hat unendlich viel Willenskraft. Das kann zwar sein, dass du morgen sehr viel Willenskraft hast, wenn du aufstehst. Sagen wir mal, da ist diese Dorito-Packung vor dir. Und du denkst dir morgens so, ich werde die Dorito-Packung heute nicht essen. Heute wird durchgezogen, Gym, Schule, Lernen, Schlafen. Die Dorito-Packung werde ich nicht mal anfassen. Jetzt kommst du aber nach dem ganzen Tag, also nach dem Gym, Schule und dem Lernen, kommst du nach Hause und denkst dir, weißt du was, ich kann diese Dorito-Packung ja essen, ich habe es ja irgendwie verdient, ich habe ja alles geschafft, was ich eigentlich heute erreichen wollte. Das ist eigentlich nur unterbewusst, indirekt einfach nur, ey Bro, ich habe keine Willenskraft mehr, denn mein Tank ist leer, iss einfach die Dorito-Packung und lass mich in Ruhe. Das sagt dir dein Unterbewusstsein. Ein Beispiel dafür wäre, aufgeräumter Schreibtisch mit allen notwendigen Arbeitsmaterialien fördert die Produktivität. Also bei mir ist mein Laptop immer offen. Immer offen. Das heißt, wenn ich nur eine Taste drücke, lerne ich direkt. Also ich bin schon im Lernzyklus, sage ich jetzt mal so. Andere Tipps, zusammengefasst, wären zum Beispiel, wenn du weniger essen möchtest, benutze kleinere Teller. Wenn du besser schlafen möchtest, weg mit dem Fernseher. Wenn du produktiver sein möchtest, Apps löschen, die dich stören auf jeden Fall, Social Media und sowas. Wenn du ein bisschen fokussierter sein möchtest, Handy auf nicht stören. Das sind alles Sachen, die du einmal machst und dann sind die auch gegessen so. Diese guten Entscheidungen, die wir treffen wollen, müssen wir nicht treffen. Unser Raum, unsere Umgebung kann sie für uns treffen. Jetzt wirklich sehr interessant. Das ist wirklich sehr interessant und das ist wirklich, also bei dieser Sektion hatte ich wirklich am meisten Spaß, die Sache hier zu schreiben. Fokus durch spezifische Orte. Nur Schweine essen dort, wo sie scheißen. Das soll eigentlich nur heißen, ein Ort, eine Aktivität. Früher hatte ich die schlechte Gewohnheit, dass ich auf dem Bett alles gemacht habe. Ich habe gegessen auf dem Bett, also wenn meine Eltern mich nicht gesehen haben, dann habe ich auf dem Bett geschlafen, dann habe ich auf dem Bett gelernt, habe auf dem Bett Social Media, Netflix, alles was ihr wollt. Ich habe alles gemacht. Das Problem ist aber, wenn ich zum Beispiel gelesen habe auf dem Bett, wurde ich nach 10 Minuten müde und bin eingeschlafen. Das heißt, 10 Minuten lesen, 3 Stunden schlafen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Win-Win-Situation ist, aber das möchte ich nicht. Deswegen müssen wir einem Ort eine Aktivität geben. Und das machen wir, indem wir Multitasking, wie gesagt, vermeiden. Und das Ding ist, dass alles funktioniert wie eine Klingel in der Schule. Also, ich will komplett ehrlich zu dir sein. Wenn es in der Schule klingelt, wissen wir, der Unterricht hat begonnen. Wenn die Klingel jetzt wieder läutet, wissen wir haben Pause. Unser Gehirn schaltet ab, wir rennen aus der Tür und wir gehen auf dem Hof spielen. Wenn die Klingel aber wieder klingelt, wissen wir, okay, ich muss jetzt wieder arbeiten. Bei mir ist es auch so, wenn ich zum Beispiel auf dem schwarzen Stuhl sitze, signalisiert es meinem Kopf, ey Bro, du musst jetzt lernen. Okay, das ist wirklich mein Arbeitsstuhl. Und ich habe euch vorhin gesagt, ich erkläre euch, wofür ich diesen grünen Stuhl habe, ganz kurz. Der grüne Stuhl ist dafür, das ist Freizeit. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie symbolisierst du Freiheit, würde ich sagen, grüner Stuhl. Für mich, wenn ich auf diesem Stuhl sitze, kann ich machen, was ich will, außer arbeiten. Ich darf auf diesem Stuhl nicht arbeiten. Ich arbeite nur auf dem schwarzen Stuhl. Und ich bin eine Stufe sogar höher gegangen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber mein Schreibtisch ist relativ groß. Die rechte Hälfte meines Schreibtisches ist nur für Content Creation, also YouTube, Skripte machen und so weiter und so fort. Die linke Hälfte wirklich für Uni, Schule, Lernen allgemein. Und die Tafel natürlich hinten auch. Also man kann
wirklich, du musst nicht in einer 10-Zimmer-Wohnung wohnen, um deine Umgebung irgendwie anzupassen. Du kannst auch in einem Zimmer einfach jede Ecke und die Mitte einfach anpassen. Das funktioniert wirklich sehr gut. Auf dem Bett also nur schlafen bitte, am Schreibtisch nur arbeiten, im Wohnzimmer nur mit der Familie, also Handy weg. Kommen wir zu den Action Steps. Falls du bis hierhin geguckt hast, wirklich sehr, 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 sehr starke Leistung. Ich möchte jetzt, dass du diese drei Sachen machst, damit du wirklich Mehrwert aus dem Video bekommen hast. Ich möchte nicht, dass du das Video unnötig bis hierhin geguckt hast und dann einfach Zeit verschwendet hast. Deswegen möchte ich, dass du erstmal deine Identität aufschreibst, die du haben möchtest. Und das kannst du, wenn es dir schwerfällt, erstmal so machen, dass du erstmal aufschreibst, was du nicht möchtest. Dann, zum Beispiel möchte ich, du weißt nicht, ob du Athlet werden möchtest, aber ich weiß auf jeden Fall, dass du nicht fett, also übergewichtig werden möchtest. Und dann kannst du halt so arbeiten, weißt du, was ich meine? Wenn du das gemacht hast, kannst du dich fragen, wie kann ich an meiner, also was kann ich an meiner Umgebung ändern, damit ich ein bisschen mehr so werde wie die Person, die ich vorhin beschrieben habe. Wenn du das weißt, versuchst du die schlechten Gewohnheiten und gleichzeitig die guten Gewohnheiten, also zu vermeiden und zu fördern. Wenn du das alles gemacht hast, versuchen wir das alles einfacher zu machen, indem wir erstmal alles automatisieren und es dann auch spezifische Orte geben. Wenn du das alles gemacht hast, vertrau mir, in einem Monat erstens, deine Umgebung wird dich viel glücklicher machen, denn du kriegst nicht mehr so Schuldgefühle, wenn du auf einmal so random Katjes oder sowas isst. Du wirst einfach Obst essen, weil du gezwungen bist, Obst zu essen, wenn du es nicht kaufst, auf jeden Fall, also Süßigkeiten. Deswegen, das alles, was ich hier gerade sage, das hat alles so krassen Mehrwert. Und wenn du es wirklich machst und einen Monat durchziehst, du wirst so einen krassen Unterschied sehen. Und das alles wird natürlich Zeit brauchen. Und die meisten von euch wissen, was jetzt kommen wird. Es wird natürlich Zeit brauchen, diese ganzen Sachen durchzuziehen. Aber Zeit, die du in dich selbst investierst, ist keine verschwendete Zeit.